Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch mein Projekt zeigen in Gasse 66 oder man kennt sie auch unter dem Shishiga-Name. Das ist so ein russischer LKW. Vorstellen, den ich auf Basis oder auf Chassis eine Cross RC HC4 mache und die Kabine ist 3D gedruckt. Die habe ich bei Kaltz 3D gekauft und bin jetzt am Drucken. So weit bin ich jetzt. Die Kabine habe ich so angepasst, dass es zum Maßstab passt. Die, wie man schon sehen kann, die Gläser hier, die sind original von Cross RC. GC4 heißt er ja. Die passen genauso wie die Spiegel. Die Spiegel, dann habe ich hier einen ganzen Satz gekauft. Hier sind die Türgriffe und sowas halt habe ich gekauft und angepasst. Diese Ringe hier, diese Erhöhung, die waren bei der Druckdatei nicht dabei, habe ich mir selber angepasst. Das wird dann halt, das Weiße wird dann in Wagenfarbe lackiert und diese Graue hier außen, wo das Glas ist, das wird dann in Schwarz lackiert. Hier kommen dann die Seitenblinker, oben kommen noch die Scheibenwischer, habe ich auch liegen. Hier sind die Scheibenwischer. Die kommen noch drauf und ja, und die ganzen Fenster und so. So sieht das jetzt aus. Was ich noch gemacht habe, ich habe die Lenkstange, wie man sehen kann, habe ich nach hinten versetzt. Die ist jetzt hinter der Achse. Ja, kann man jetzt schlecht sehen. Und ein Hobbywing Fusion SE verbaut, 1200 kV. Die Stoßdämpfer habe ich weggenommen und von AliExpress Blattfedern gekauft, vorne auch. Jetzt ist das deutlich besser. Vielleicht muss ich eine Zusatzfeder noch oder Zusatzblatt verbauen vorne, weil das vorne ja schwerer ist. Und mal schauen, aber das kann ich ja später machen, wenn alles zusammengebaut ist. Auf jeden Fall, so sieht er aus. Der Bumper hier ist aus Stahl, das ist original HC4 Bumper. Weiß ich nicht, ob ich den lassen soll, so wie jetzt mit Saalwinde, und die Kabine kommt natürlich ein bisschen tiefer, vielleicht noch Zentimeter oder halber Zentimeter tiefer. Nur mit dem Bumper weiß ich nicht, ob ich den lassen soll oder hier den gedruckten dran machen soll. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Ne? Mal schauen. So, und dann hier die Tanks sind ja an der Seite. Und diese Tankstützen sieht nicht original aus. Ne? Fokus. Der hier. Dann habe ich mir welche aus Resin-Drucker gedruckt. Die sehen jetzt so aus. Finde ich passt besser, dann schneide ich den ab und dann kommt er so dahin. Hinten die Rückleuchtenhalter. Die sind auch von Cross RC GC4, passen auch. Die Lampengläser habe ich auch. Dann
habe hier noch die funktionelle Anhängerkupplung verbaut. Kann man so auch machen und sperren. So. Zweiganggetriebe. Das Einzige, das stört alles. Ich weiß noch nicht, was ich für einen Aufbau machen werde. Hab schon gedacht, so ein Campingmobil. Hab mir so eine Schablone ausgeschnitten. Ob ich das so dann dran mache. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. So. Dann kommen hier laut Bilder solche kleinen Fensterscharnierchen. Die habe ich mir auch mit dem Resindrucker ausgedruckt. So. Da. Die kommen dann an der Seite dran. Hier so. Werden die dran geklebt. Okay, das mache ich ab. Hier ist noch so ein Haken. Kommt hier vorne dran. Mal schauen. Ja, das ist auf jeden Fall mein jetziger Projekt. Da gehe ich so langsam immer weiter. Finde ich gar nicht mal schlecht schon geworden. Dach werde ich wahrscheinlich festkleben, weil ich noch keine passende Innenausstattung gefunden habe. Und selber zeichnen ist ein bisschen schwer. So, wie gefällt euch das, was ich jetzt vorhabe? Lasst mich gerne das wissen mit einem Kommentar oder mit einem Like. Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.